Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, nachdem ich ja letztes Mal trotz neuer Waffe und besserer Rüstung den Lurker nicht besiegen konnte. Und ich habe rausgefunden, dass man, wenn man die Stärke erhöht, dass man dann mehr Schaden macht. Es ist wohl so, dass man Waffenschaden plus Stärkewert Schaden macht. Natürlich minus dann Rüstschutz des Gegners. Das haben wir ja schon festgestellt, dass der Rüstschutz einfach eine Konstante ist, die vom erlittenen Schaden abgezogen wird. Und das heißt, um den Lurker zu besiegen, könnte es eventuell sogar schon ausreichen, dass ich meine Stärke erhöhe. Vielleicht muss ich da ja gar nicht mir eine neue Waffe besorgen, sondern kann das einfach so direkt machen. So, das ist jetzt eine neue Aufnahme, deswegen wollte ich nochmal kurz einen Blick auf diese Fokuskarte werfen. Ach so, ja, genau, einfach da hoch. Genau, wir suchen den Fokus und folgen dem roten Faden sozusagen. Dem roten Faden der Geschichte, dem roten Faden auf der Karte. Was sagt meine Erfahrung? Da fehlt noch einiges. Aber egal, ich will diese Mole Rats. Oder genauer gesagt, ich will ihre Höhle erforschen. Höhle erforschen. Ist ja zum Glück sehr eindeutig, was ich damit meine. Hier drin ist so feucht, dass da sogar Pilze wachsen. Es liegt natürlich daran, dass die Mole Rats hier drin geschützt haben. Jaja, Woran denn sonst? Was? Habe ich da gerade was gesehen da oben? Irgendwie so ein Weg oder so? Nee, okay. Habe ich mir wahrscheinlich eingebildet. Boah, das war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich. Aber da, Blutfliegen. Yeah. Die Flügel geben immerhin 15 Erz, glaube ich. Mal 2? Nee, Blödsinn. Blödsinn, ich kriege ja nur die Hälfte. Also habe ich entweder 14 oder 16 Erz. Hier ist noch eine Höhle. Wieder mit Pilzen bewachsen. Aber auch hier scheint irgendwie nichts wirklich zu sein. Ich bin ja so ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ja gehofft, dass es hier mehr Sachen zu entdecken gibt. Aber ich glaube, der Scavenger hier, der war noch nicht da, als ich da runterkam, ne? Ne, so nah am Weg war er noch nicht da. Das liegt daran, dass in jedem Kapitel neue Gegner spawnen. Wahrscheinlich war gerade die Gruppe von Mole Rats auch deswegen so groß, weil da die Mole Rats aus dem ersten Kapitel noch da waren und die vom zweiten Kapitel entsprechend dazu kamen. So, ich sehe gerade die Varane. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich damit ja keine Probleme, ne, mit den Varanen. Ach, nö. Manchmal mache ich keinen Schaden. Meistens sogar. Was bestimmt daran liegt, dass er blockt. Ey, hau drauf. Ich sagte, hau drauf. Geht doch. Okay, sind schon ein bisschen kräftigere Gegner. Aber nichts Unschaffbares, zumindest ein einzelner. Das war die Krallen hier, ne? 4 Stück, das heißt, dafür kriege ich entweder 28 oder 32 Erz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Pflanzen auch oder die Pilze oder so die Sachen zum Aufsammeln nachspawnen. Aber das ist ja gerade irgendwie unsinnig. Außerdem fehlen mir 23 Lebenspunkte. Und beim Nachforschen habe ich dann auch gleich geguckt, wie es aussieht mit den Höllenpilzen, wie viel ich da essen muss. Und ich glaube, dass das, oder zumindest habe ich es so gelesen, dass das wohl in Gothic 2 der Fall ist, dass man da einen besonderen Effekt bekommt von den Höllenpilzen, nicht in Gothic 1. Das heißt, ich habe die ganzen Pilze jetzt zwar nicht ganz umsonst gefuttert, weil die ja tatsächlich Lebenspunkte heilen, aber mit diesem Spezialeffekt, den ich da wollte, wird das leider nichts mehr.
Nicht in Gothic 1, aber in Gothic 2 natürlich. Das ich ja danach spielen werde. Falls es läuft. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Aber da Gothic 1 und Gothic 2 auf derselben Engine basieren und Gothic 2 eigentlich nur so ein bisschen aufpoliert ist, denke ich nicht, dass das größere Probleme machen wird, das zum Laufen zu kriegen. Ich werfe mal noch einen Blick auf die Karte. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ja, ne, sieht gut aus, ne? Noch ein paar Scavenger jagen. Was sagt die Erfahrung? Boah, 2000. Und jetzt noch, boah, gute 3500. Den da vorne will ich nochmal. Genau, der da. Genau, Gothic 2 hat ein bisschen höhere Hardware-Anforderungen. Also, aber das ist auch kein Problem. Also, falls ihr euch wundert, warum das Spiel hier so ein bisschen ruckelt, das liegt nicht an meinem Computer. Das liegt ganz einfach daran, dass Gothic von den Entwicklern auf 25 Bilder pro Sekunde festgelegt wurde. Das kann nicht mehr anzeigen. Ich würde gerne 60 FPS aufnehmen, aber das geht halt bei Gothic leider nicht. Weil da so eine interne FPS-Sperre drin ist. Es gibt einen Patch, mit dem man die FPS-Sperre rausbügeln kann. Den habe ich auch mal ausprobiert. Aber der hat das Problem, dass dann die Kamera einfach nicht hinterherkommt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Weile einfach geradeaus laufe, dann ist die Kamera langsamer als der Charakter. Und das heißt, wenn ich dann eine Weile hinterher, in die gerade Richtung laufe, dann bin ich irgendwann ganz weit weg. Und entsprechend, wenn ich mich dann irgendwie drehe, dann guckt die Kamera natürlich noch in die alte Richtung, beziehungsweise von da, wo sie weiter hinten ist, zum Charakter hin und damit auch ungefähr in die alte Richtung. Aber halt nicht dahin, wo der Charakter hinguckt. Ja, hier ist zwar auch eine kleine Verzögerung drin, aber die ist, naja, klein genug, dass man damit leben kann. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, nicht den FPS-Patch zu benutzen. So, wo muss ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich schon wieder vorbei, ne? Oder bin ich... Ah, was ist das denn? Ich bin immer noch so in diesem Höllenpilz-Sammeln-Ding drin. Ah, da ist ja schon... Oh, oh. Wenn da einer ist und ich den Fokus holen muss, dann hat er den vielleicht. Und eventuell will er den ja gar nicht rausrücken. Wäre blöd, wenn ich jetzt kämpfen müsste und verlieren würde. Deswegen speichere ich nochmal vorher. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen! Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Ja, okay. Sowas hatte ich befürchtet. Ich bin einfach mal mein Mann und... Wow! Habe ich dir erlaubt, mich zu töten? Nein! Also tu's nicht! Boah, für 60 Erfahrungspunkte war der aber ganz schön... Fokus von den Nervslippe, ganz schön ein harter Brocken. Grüner Novize... Kann ich für 10 Erz im neuen Lager verkaufen? Reis, Schnaps, Reis. Und deine Waffe hätte ich gerne auch. So, jetzt warte ich, bis er wieder zu sich kommt. Ich brauche in der Zeit 53 und 24. Das macht 77 Lebenspunkte. So, wie kriege ich die am besten zusammen? Ja, das hier sind schon das mal 60. Das wird dir noch leid tun. 60, 65, irgendwo 12 oder so. Ja, wunderbar. Bleib mal stehen. Ich will mit dir reden. Hey, ich hab dich angesprochen.
Na egal. Ich kann ja trotzdem zurück zum Flager Iberion war es, glaube ich, und ihm Bericht erstatten. Ich frage mich jetzt allerdings, was ich mit dem Fokus denn so anstellen kann. Oder genauer gesagt, was die Gurus mit dem Fokus anstellen. Was soll ich denn eigentlich überhaupt damit machen? Boah. Er will den Fokus für sich haben, der Guru. Ich frage mich, ob die Wassermagier nicht auch was damit anfangen könnten. Weil ich will ja letzten Endes Söldner werden für die Wassermagier. Ich glaube, hier kam ich lang. Ich werfe noch einen Blick in den Wald da rein. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Tolles. Auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Naja, gut. Auf zurück zum Sumpflager. Dummdi-dumm. So, da musste ich gerade eine Runde husten. Ich bitte die Stille zu entschuldigen. Ja. Fokus gefunden. Der komische Stein oder die komische Steinplatte da im Boden mit den Zacken außenrum, das ist das, was ich meinte vor ein paar Folgen, dass man sich da rum teleportieren kann. Das ist einer der Punkte, zu denen man sich hin teleportieren kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es sogar der erste dieser Punkte. Jetzt habe ich gerade da drüben noch was gesehen. Nämlich ein Wolf. Mehrere Wölfe. Ja, okay. Ich dachte, das wäre ein Scavenger. Mit einem Rudel Wölfen will ich mich jetzt allerdings gerade nicht anlegen. Mein Fokus liegt jetzt gerade eher darauf, die Quest zu beenden und dann meine Stärke zu erhöhen, damit ich stärker kämpfen kann und dann endlich den Lurker am Damm und vielleicht auch Lefty erledigen kann. Hat der Fokus vielleicht was mit der großen Sache der Bruderschaft zu tun? Nee. Aber die große Sache der Bruderschaft ist wohl so eine große Beschwörung. Vielleicht sind sie jetzt auch endlich bereit, den Schläfer anzurufen, ihrer Meinung nach. Und brauchen den Fokus dafür. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der Iberion zuletzt gesagt hat. Weil das, wie gesagt, jetzt eine neue Aufnahme ist und ich ein paar Tage Pause dazwischen hatte. Aber ich glaube, spätestens, wenn ich ihm den Fokus zurückbringe, werde ich das wieder erfahren. Ja. Hui. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich das mache, dass er dann irgendwann runterfällt und stirbt vom Fallschaden. Aber es macht einfach so viel Spaß. Yeah. Naja, gut. Es ist ja weder schneller noch langsamer, von daher ist es ja nicht wild, hier durch die Gegend zu hüpfen. Aber da zum Beispiel kann ich Zeit sparen. Indem ich durch den dickflüssigen Sumpf durchschwimme oder so. Keine Ahnung. Jetzt bin ich aber gespannt, ob der Typ, der da oben war und mich verprügeln wollte, Niras, glaube ich, der da ist und was der zu sagen hat, falls ich ihn wieder treffe. Aber nee, hier scheint er nicht zu sein. Da ist nur der dicke Alte mit seinen beiden Frauen. Ansonsten, ne, ist hier nichts Neues. Sieht nicht so aus. Na gut. Hey Meister. Nicht Stuhl. Das heißt den Meister ansprechen, den Iberion. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzt. Natürlich. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren
die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Natürlich, ja, ja. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Damn Bring it. Nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mich zu belohnen, weil ich nicht Mitglied bin, führt nicht gerade dazu, dass ich mich euch anschließen will. Das ist dir hoffentlich klar, ne? Schutz vor Feuer ziehen. Auf den ersten Blick besser als Schutz vor Waffen 5, aber Schutz vor Waffen bringt einfach so, kommt einfach so viel häufiger in Gebrauch als Schutz vor Feuer, dass ich das jetzt nicht benutzen werde. Ich soll den Fokus jetzt zu Korkalom bringen. Was war es noch? Ach so, ja genau, zwischendurch habe ich gesagt damit, weil ich dachte, ich bräuchte irgendwie noch 1000 Erfahrungen, aber das ist Blödsinn. Gut, dann werde ich mich jetzt mal zu Korkalom begeben, nicht wahr? Ja, warum eigentlich nicht? Kannst du mir eigentlich irgendwas beibringen, Dicker? Alles klar, Alter? Hi, ich bin neu hier. Okay, da hat sich nichts verändert durch meine Fokusdienste oder durch meinen Anschluss an ein anderes Lager oder so, keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass sich was verbessert. Hey, willst du ein bisschen Sumpfkraut? Ach so, nö. Den Typen hier kann man kein Sumpfkraut verkaufen. Das geht wahrscheinlich dann tatsächlich nur im neuen Lager mit den Söldnerbanditen. Ich glaube, erztechnisch habe ich die hier alle schon ausgenommen. Es könnte natürlich sein, dass sie jetzt im neuen Kapitel wieder neues Erz haben, die Händler. Das probiere ich mal eben hier kurz aus. Oh. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Da war ja hier, was. Nimm 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja, hab ich nicht vor. Ich will handeln. Ich will die was verkaufen. Was willst du haben? Oder willst... 4 Erz. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Die Händler kriegen kein neues Erz. Naja, aber geldtechnisch bin ich ja erstmal gut genug ausgestattet. Ach ne, Blödsinn, da ist es ja schon. Korkalom will den Fokus, genau. Das passiert mir nicht nochmal. Und Korkalom ist hier. Und weil die Folge jetzt schon so lang geht. Wer ist das? Kane. Wer ist das denn? Kenne ich den nicht irgendwo her? Egal. Und weil die Folge jetzt schon so lang ist, speichere ich an dieser Stelle. Und wir erfahren dann beim nächsten Mal, was Korkalom zu dem Fokus zu sagen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!